Cute Baby Milay, der Kanal für Kinder. Hallo! Hallo! Wie gewünscht machen wir jetzt die Italian Food Challenge oder Candy Challenge. Wir haben einige Sachen mitgebracht, ich glaube es sind jetzt sogar 12 Sachen geworden. War nicht ganz einfach, wir haben viel geschaut, aber so richtig italienische Sachen findet man kaum. Vieles gibt es bei uns auch. Hier unsere Auswahl. Milay darf anfangen. Okay. Das riecht voll. Es riecht nach Zimt. Steht aber Karamell. Zeig's mal nur ganz kurz. Okay. Alle dürfen riechen, aber ich halte es. Caramella tipica Trentina. Nicht Trentina. Mama? Also nimm mal eins raus. Mama, ich darf nur noch mal riechen, nicht mal. Okay. Einmal du, Papa. Probier einfach. So. Ich geb's weiter. Das riecht gut. Na, nicht mehr falsch. Das riecht wie der Big Red Pony. Ja, ja, genau, wie Big Red, also Zimt halt, ne? Okay, für eins. Ich beiß mal ganz wenig rein. Ich kann nicht ein Beißen essen. Ja. Zimtzucker. Ja, Zimtzucker. Das will keiner probieren. Das blöd. Ja, also so eine ganze Packung würde ich auch nicht essen. Was ist es? Ich kann mal den Glocken. Dir schmeckt's wieder, oder? Schmeckt's? Ich glaube nicht, oder? Hat sie zwei drin? Nee, eine. Also. Vielleicht schmeckt alles. Also die mögen wir nicht so, außer Milay. Doch, das jetzt suche ich was aus. Ja. Ich nehme jetzt das da zum Trinken. Das ist eine italienische Marke, denke ich mal. Santal. Habe ich bei uns noch nie gesehen, an Birnentrink. Bricchini. Da kann man sogar Punkte sammeln. Capri da Sotto. Ein! Aber. Ich mach dir zwei auf. Abi, ich weiß, dass du trinkst. Ich weiß, dass du dir holst. Ich und Mama und. Ich bin heute ganz brav. Ist ein bisschen krank, Mama. Ich war von dem Arzt. Was ist mit Schoko? Italien hat mich. Guck mal. Nicht gut getan. Das letzte Baden im kalten Pool war zu viel. Ich probiere. Schmeckt doch. Also Birne halt. Ist halt dickflüssig, ja. Das ist ja Birnennektar oder wie soll ich. Total dickflüssig. Erst hat es komisch geschmeckt. So, ja, das ist Bananensaft so ein bisschen. Ja, so. Genau. Ja, also ich würde den für dich. Und? Dir schmeckt es, gell? Ja, mir schmeckt es bestimmt. Mir auch. Nein. Milay? Hallo? Nicht einschlafen. Hallo. Ich bin so. Was nehme ich jetzt? Was für Kekse? Nein. Schokolade. Seit wir drüben angekommen sind, habe ich diese Schachtel gesehen. Ich habe das bei uns nicht gesehen. Ich weiß es nicht, ob es gibt. Da steht Nutella Bredi drauf. Und den muss ich jetzt probieren. Ich will nicht. Den kann man sogar in mich eintunken. Be ready heißt es. Be ready? Sei bereit. Ich mach sie jetzt zweimal eine wieder auf. Hier zwei. Be ready. Also sieht schon mal lecker aus. Mhm. Ein bisschen hart. Ja. Ich hab eher gedacht, es ist weich. Nein. Ist
Er zeigt. Ich wollte gerade zeigen. Das sieht aber so lecker aus. Nutella-Brot. Oh Gott. Mit Nüssen drin oder was ist das? So crisp? Nennt man so einen Teig? Brandteig oder wie nennt man nur? Ja, gut, gell? Also richtig so ein fluffiges Teig. Der ist gut, ja. Den Blumen kaufen sollen wir. Guck, haben die ganze Schachtel gegessen. Also, ne? Was ist jetzt da so? Was schmeckt euch da nicht? Danke, ich habe es gehört. Mir muss ich. Ich mag keine Schoko. Ich will das Getränk. Ich hab's gewusst. Du magst nur Getränke. Orangensoda. Ich hab's gewusst, er mag nur. Das hatten wir schon mal. Ich glaube, ich schmecke wie Fanta. Ich denke auch. Jetzt ist Mama. Riecht schon mal. Italienische Mann. Das gab es ja eins mit Zitrone, glaube ich, das hast du getestet. Das war aber ein bisschen so Grapefruit-mäßig, gell? So. Ja. Ja, man, das ist jetzt, die haben aber nicht so viel Ding wie Fanta, gell? Gib mal. Und Säure. Nicht so viel Zucker, oder? Nee, das kommt davon, weil wir was Süßes gegessen haben. Fanta! Ja. Das Ganze mal Fanta. Ja. Du brauchst ein Limo. Genau. Parangiata. Contiene Polpa di Frutta. Frutta. Ja. Okay. Ist okay. Kann man gut trinken. Ich mag eh keine Fruchtsäfte. Nee. Jetzt bin ich! Ja. Habe ich ausgesucht. Dürfte ein Joghurtdrink sein, Essig-Joghurtdrink. Nein. Gab es an der Kasse im Supermarkt. Ich denke, das gibt es bei uns nicht, die Marke. Ah! Auf Eistee. Joghurt lassen Sie nicht draußen. Recht flüssig, ja. Schau mal raus. So was wie Estate. Estate heißt das für uns. Estate. Ich will kein Joghurt. Estate Pesca. Ich darf wieder beginnen. Ja. Okay. Prost. Okay. Ja, probier's jetzt. Ja, ist schon gut. Mhm. Und? Jetzt dauert's wieder. Nee, du sollst nicht austrinken, du sollst probieren. Na, was schmeckt's? Pfirsich. Und? Eistee. Eistee? Eistee. Eistee. Eistee in einer ganz komischen Verpackung gibt es bei denen. Das schaut echt aus wie so ein Joghurtdrink eigentlich. Ja. Ich mag nochmal Geld. Jo. Hey, ich bin auch wieder dran. Jetzt am Leben. So, was mache ich auf? Ich mache jetzt das auf. Haben wir auch an der Kasse gefunden. Cola. Ganz harte Kaustreifen mit dem Fußballer drauf, habe ich gedacht, das passt. Volador. Das war eine Challenge. Volador. Ah, da hat es mehrere, dann immer gleich zwei. Mach dir mal eins auf. Oh Gott. Oh. Ich krieg's auch nicht auf. Zähne. Das sind so. Ah, die sind voll hart! Blumpen Zier. Ich weiß nicht, wie hart die sind. Das. Die bleiben bestimmt in den Zähnen kleben. Drei. Und? Boah. Ah! Oh. Ich glaube, die muss schon einschmeißen und lutschen. Oh. Ja, Cola halt. Ah. Aber aua, hart. Ah. Ah. Das war hart. Ah. Oh. Nee, das muss echt lutschen. Ja, im Grunde genommen. Cola hart. Cola, aber sehr hart. Wie Cola-Flaschen, die nehmen. Die eine Woche da liegen. Ja. Ja. Viel zu hart. Ja,
Ja. Uah. Hast du deine Zähne kaputt? Ja. Ja. Schmecken tun sie okay, mit Cola-Flaschen. Cola. Aber die sind echt hart. Sehr hart. Alles so. Alles so.